Wenn ich zu meinem Auto gehe, dann denke ich sofort an die nächste Mathestunde. Aber warum? Und kaum stehe ich auf und drehe mich um, muss ich schon wieder an die Mathestunde denken. Ich denke, das war jetzt nicht schwer zu erkennen, oder? Der Pauli ist schon ganz neugierig. Das DZ-Dreieck, das ist ja wohl bekannt. Ob jetzt allerdings das DZ-Dreieck so bekannt ist, weiß ich nicht. Das war aber das normale DZ-Dreieck. Und da habe ich natürlich auch nochmal nachschauen müssen. Natürlich habe ich in der HTL so eins gehabt. Und das war das DZ-Dreieck von meinem Papa. Da haben wir also das Dreieck. Und wir sehen oder wissen, da ist unser rechter Winkel. Und die Seite, die da gegenüber vom rechten Winkel ist, die heißt Hypotenuse. Ja, und dann hätten wir da die Kathete 1 und da die Kathete 2. Eigentlich ist es wurscht. Es kann auch das die Kathete 1 sein oder das die Kathete 2.